Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Far Cry 3. So, mein kleines Projektchen ist vorbei. Erleichtert. Im Sauwetter. Geht das weiter? Huch, da bist du ja. Na, komm mal mit, Schnucki. So, wollen wir nochmal schauen, wo es jetzt hier wirklich in diese dumme Höhle geht. Ach, sei nicht, ich war da richtig. Hallo? 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 Ich weiß nicht, ob sie mir so unbedingt folgt. Sie nimmt den gesünderen Weg, sagen wir es mal so. Aber hier stand ich vorhin vor. Und genau das ist also der Eingang. Alles klar. Komm, Schnucki. Komm. Njam, njam, njam. Lisa? Wasser. Daisy. Ach, Herz. Ist geschafft. Ja. Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. So, dann wollen wir uns mal beschäftigt bleiben, ja. Tut gut, dich zu sehen. Nette Höhle. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Eat me? Rote Pillen und ein Eat me. Ich weiß nicht. Wie geht es dir? Ich will nicht drüber sprechen. Na komm. Ich frag mich, was wohl gerade in Santa Maria. Na, wir müssen erst unsere Mission erfüllen. Na, wir haben es ja nicht so weit, wie es aussieht. Na, wenn wir die Mission erfüllt haben. Weiß nicht, ob ich das Kram da echt essen möchte. Wenn der Doc das zusammengewürfelt hat. Ja, hallo. Kurzkopf, wo bist du? Irgendwo in diesem Bereich soll er sein. Okay. Da, das sieht doch gut aus. Wollen wir noch ein bisschen Sprit? Meine Lieben. So, die werten Damen, ich habe es besorgt. Upsala. Aua. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier, junge Dame, ich hab's dir jetzt wirklich besorgt, das Teil, das Prost. Hey, du hast ihn. Yeah. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Oh Mann. Ich bin ausgebildeter Fluchtwagenfahrer und Psychokiller, aber kein Maschinenbauer. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Aha. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Jetzt ist also die Frau wieder selbst. Alles klar. Lieselein, Lieselein, hallo, sag mir doch mal was. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Genau. Wir machen das schon. Da. Sei vorsichtig. Was? Jason, was bist du denn für einer? Warum gibst du hier keinen Kuss zum Abschied? Weichei. Ach ja. Okay, ich bin gespannt, was das jetzt wird.
Und wir nehmen natürlich die eine, die noch roter leuchtet als alle anderen Pillen. Oh, Backe. Voll auf Droge, oder wie? Oh, nein. No. Aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Und war Colby bitte? Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Siegmann, wirklich echt ins Gute. Ja, klar. Wo du das nächste Gras hier bekommst. Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Hey, du Sack, ich bezahl die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib Willst ihm was. Bier? Na gut, ich geb dir Geld. Gib mir das Geld. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Ole! Hey, danke, Schatz. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, aber das sind so Leute... Sie scheint ja doch die Normalste in den ganzen Haufen zu sein, auch wenn sie von Hollywood und Karriere und so weiter träumt. Aber der Rest ist doch einfach nur durchgeknallt wegen zu viel Kohle. Beruf, Sohn und Tochter, oder wie? Ey, Meister. Und ja, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Was trinkt man hier in Bangkok? Den Mai Tai. Vergiss es. Ich nehme Sambuca-Shots. 5, 6, 7. Frauenprobleme? Sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirb's dir nicht mit ihr. Ich bin kurze. Also das, genau das, brauche ich jetzt. Dann rein mit den Kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht schlubber, nicht schlubber. Schluck, schluck, schluck. Danke, schluck, schluck, schluck. Yeah. Yeah. Oh, shit. Pass auf, pass auf. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Oh. Ja. Ja, solche Leute, naja. Wenn sie meinen, sollen sie meinen. Aber das sind echt so Menschen, die mir gepflegt am allerwertesten her vorbeigehen. Das kann ich aber stellenweise nicht verstehen. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Problem, wenn man mit genug Geld aufwächst, Beruf Mami oder, Beruf Mami ist gut, Beruf Tochter oder Sohn, Eltern bezahlen alles, Mami und Papi. Yeah. Alle über einen Kamm, nein, das darf man nicht scheren, das würde ich auch nicht. Lalalala, wer lesen will, Pause. Oh, Herstellung. Ah, wir können eine Jagdspritze herstellen. Spezialbrennpfeile. Molotow in Besitz 0 benötigt. Aha. Interessant. Stinktier, Jäger, Medizin. Ja, da können wir noch mal ein paar gebrauchen wieder. Ich frage mich auch, was die sich jetzt gedacht haben, während Jason hier völlig betüdelt und hackgestramm durch die Gegend gestorkelt ist. Ey, da geht's hoch. Ja, nun klettert er auch. Na, er sagt, das sind so Menschen, die man nicht persönlich kennen muss und sowas. Habe ich auch im Freundeskreis. Ich glaube, würde ich auch nicht im Freundeskreis haben wollen. Ich weiß nicht, ob man sich auf solche Leute dann auch wirklich mal im Ernstfall verlassen kann. Ich mag es mit Zweifeln. Oh, nun kletter! Weil außer Kohle und Party nichts im Kopf. Na. Naja, ich habe mich genug rausgelassen. Aha. Wo sind wir denn hier gelandet? Jeeha! Was haben wir denn hier Schönes? Kaminrotes Blatt. Noch ein kaminrotes Blatt. Wir nehmen es mit. Keulenlilie. Achso, mein Rucksack ist wieder voll. Kisten! Was haben wir denn hier für ein schönes Lager? Granate! Nice! Ja, ja, ich weiß, dass mein Rucksack voll ist. Wir müssen unbedingt mal wieder verkaufen. Lumpt! Aua! Jo, ich glaube, das hat auch wehgetan.
Oh, was seid ihr denn für schöne Fische? Verlasse die Höhle. Ja, raus aus diesem Loch. So, ciao, Ladies. Bis zum nächsten Mal. Hast du eigentlich nichts zu tun? Ach. Wir wären fast gestorben. Hast du nichts zu tun? Das passt aber auch wieder wie die Faust aufs Auge. Jo, lade, lade, lade. Dann wollen wir mal zum Doc gehen. Vielleicht ist er ja jetzt wieder da. Und zu finden und zu sehen. Auf jeden Fall kommen wir dann... Oh. Hallo? Hey, bitte. Big D. Ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Barsch hat mich geschnappt. Ich sollte mit Leisha fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Barsch. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Geile Bar. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra. Du bist bereit. Barsch, seine Schwester. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Ja. Was? Seine Schwester soll uns jetzt weiterhelfen. I don't know. Ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden es wohl machen müssen. Eh und je. Es gibt doch keinen anderen Weg. Aber jetzt erstmal Taschen leer. Schnellverkauf. Zack. Und alles weg. Oh, weil wir haben echt so viel Gelumpe dabei. Egal. Munition. Yeah. Und gibt es irgendwas Neues? Karten. Haben wir. Noch nicht. Einzigartige Waffe, die Bull. Oder die AMR. Eine Z93 mit erweitertem Magazin und High Power Serie. Später. So, dann wollen wir uns jetzt mal erkunde die Insel und sprich mit Citra, um eine neue Mission zu bekommen. Oh, nein. Das werden wir bestimmt noch nicht machen. Citra kann mich noch mal ganz gut am Hinterle. Weil es ist doch jetzt das Letzte, was ich im Moment möchte. War es eine höchstwahrscheinlich genauso verrückte Schwester direkt kennenlernen. Wir wollen lieber hier noch so ein paar nette Örtlichkeiten erkunden und einnehmen. So, wollen wir mal schauen. Wollen wir denn den nächste Relikt, was wir uns holen könnten? Da ist auf jeden Fall ein schöner Brief. Das ist auch ein nettes Ziel. Und hier haben wir auch ein paar Relikte. Und da mal, glaube ich, etwas, was ich jagen muss. Passt doch. Schnellreise! Die Geschichte der Japaner und Rock Island während des Zweiten Weltkriegs zu enthüllen. Ich glaube, die Briefe müsste man sich dann ja auch mal richtig schön anschauen und durchlesen. Aber das hat jetzt Zeit. So, hello my friends! I am back again. Was? Nee. So, da entlang. Hi. Wollen wir mal schauen, da haben wir auch wieder unser nettes kleines Autochen. Unseren Pseudo-Wolfsburger. So, rein damit und rauf mit ihm. Der Wagen hat mir bisher wenigstens noch halbwegs Glück gebracht. Ich glaube, den habe ich noch nicht ganz so oft zerlegt. Betonung auf nicht ganz. Da haben wir einen Quad. So, dann wollen wir mal schauen. Hä? Ach, ich wollte gerade sagen, habe ich keine andere. Ach du Scheiße! Ich habe mein Scharfschützengewehr nicht mehr dabei. Wo habe ich das denn aus Versehen weggelegt? Na egal. So. Jagdinstinkt drin. Da hinten ist unser Ziel. Das könntest du mit. Nee, das ist es nicht, das ist was anderes. Das ist was Böseres. Ein Tiger. Hallo, du kleiner Schmuse-Tiger. Sorry, Kleiner. Ich brauche dein Fell.
Vielleicht noch. So, und jetzt umschau.